Die dritte Liga live auf Telekom Sport. Präsentiert von bwin. Ein Südduell-Gast zum Ende der englischen Woche in der dritten Liga. Groß Asbach traf zu Hause auf die Spielvereinigung Unterhaching. Und die hatten ihren verletzten Kapitän Josef Welsmüller im Fokus. Sein Trikot lag im Mannschaftskreis. Für ihn wollten die Hachinger gewinnen in der Mechatronik Arena. Und sie legten richtig gut los. 13. Minute. Hier Bigalke im Laufduell mit Bösel. Der geht zu Boden. Spiel läuft weiter. Hain gegen Leist. Auch der geht zu Boden, ist aber schneller wieder am Ball auf Wiedemann. Und der schlägt vielleicht den Haken zu viel. Auf jeden Fall. Kevin Broll da verhindert die Hachinger Führung. Hier nochmal die Entstehungsgeschichte. Hain, zwei Tage zuvor seinen 30. Geburtstag gefeiert, und Wiedemann hätte vielleicht gleich abdrücken müssen, und bei seinem Linksschuss bekommt er nicht mehr genug Druck hinter die Kulle. Die SG Sonnenhof Groß Asbach seit mittlerweile mehr als 6 Stunden ohne eigenes Tor. Mit der ersten Möglichkeit. 24. Ein schöner Kopfball von Philipp Hercher, aber noch eine schönere Parade von Lukas Königshofer. Hier nach dem Flankenball von Bösel macht er sich lang und länger. Aber Sascha Hildmann, der Großasbacher Coach, er konnte zufrieden sein. Seine Mannschaft so ab Minute 25 am Drücker. Die 41. Da kommt der Ball von Burger auf Hercher. Der lässt liegen auf Marco Hingerl. Und der beendet die Torflaute mit einem satten, gezielten Schuss. 1:0 für die SG Sonnenhof Großasbach. Ausgerechnet Marco Hingerl, bis 2010 in der Jugend der Spielvereinigung Unterhaching mit der Pausenführung. Es war zum Haare raufen für Hachings Coach Klaus Schromm, denn sein Team hatte vollkommen den Faden verloren. Und auch im zweiten Durchgang ging es erstmal so weiter mit Hinger, die 56. Da kommt Thiermann aus dem Hintergrund. Und das hätte eigentlich das 2:0 sein müssen. Thiermann, Mutter seelenallein, aber die Hachinger haben Orestis Kyomosolo, der da per Kopf auf der Torlinie für seinen geschlagenen Schlussmann rettet. Dann die Schlussviertelstunde, die hatte es wirklich in sich. Haching wechselte offensiv, brachte Schimmer, aber lief dann in die Konter. Der Großasbacher, Rudi Baku, Bösel winkt in der Mitte, will den Ball, bekommt ihn aber nicht, weil da nur Millimeter fehlen und weil der eingewechselte Finn Porat da im letzten Moment rettet. Sonst wäre da sicher mehr draus geworden. 3 Minuten später, die Spielvereinigung Unterhaching jetzt mit Dauerdruck. Das ist gut gemacht in dieser Situation. Die Hachinger mit dem Ball. Hagen auf Wiedemann, der auf Hain mit seinen 30 Jahren. Ganz viel Erfahrung und ganz viel Torriecher. Der Ausgleich, 79. Minute. Stefan Hain holte sich die Glückwünsche seiner Mannschaftskameraden ab. Und hier schauen wir uns das gerne nochmal an. Wie viel Ruhe, wie viel Zeit er sich für den exakten Ball nimmt, der Ausgleich. Und ja, Haching wollte danach noch mehr, dachte nicht daran, sich zurückzuziehen. 80. Minute, Bigalke mit der Ecke, dann Winkler mit der Kerze und plötzlich Gregor, aber Kevin Broll kratzt das Ding irgendwie von der Linie. Das hätte es sein können, aber der wieder mal überragende Schlussmann der SGS, er kratzt das Ding irgendwie weg. Aber noch war nicht Schluss. Nachspielzeit. Nochmal Groß Asbach. Binakay auch eingewechselt. Legt ab auf Röttger. Wieder genesen. Das hätte es auch sein können. Aber Königshofer genauso gut wie sein Gegenüber rettet in allerletzter Sekunde. Und damit blieb's nach einem spannenden, intensiven Spiel beim 1:1 Unentschieden. Wir haben gut angefangen. Ich denke, die ersten 20 Minuten Groß Asbach gar nicht ins Spiel kommen lassen. Aber ja, dann irgends, aus welchen Gründen auch immer, haben wir aufgehört, Fußball zu spielen. Wir sind einfach nur enttäuscht. Wir wollten heute unbedingt mit aller Macht 3 Punkte haben. Haben es leider nicht geschafft. Kriegen ein dummes Gegentor. Aber
Ich denke, so viele Konter, wie wir heute hatten und wie oft wir vorm Torwart waren, frei auch noch. Und es soll gerade nicht sein irgendwie. Groß Asbach wartet also weiter auf den ersten Heimsieg seit November 2017. Haching mit 3 Unentschieden am Stück. Und jetzt vor dem Spitzenduell gegen den SC Preußen Münster.